Baustelle draussen läuft. Bild. Hervorragend. Ton. Blendend. Und läuft. Yes. Eigentlich musst du die Klappe heute machen. Muss ich die Klappe machen? Es ist dein Song. Du, also, du machst die Klappe zu deinem was Song. Was muss ich so machen? Ja. Aber mach es nochmal richtig. Bam! Da sind wir, Feelgood-Podcast mit dem Gianni Halliday. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Guten Abend oder guten Morgen, wenn auch immer. Gute Nacht, wenn man das dann auch immer hört oder schaut. Ich hatte ja schon lange mit Gianni Halliday gesagt. Das stimmt, ja. Es fühlt sich schon fast ein bisschen befremdend an. Aber geil? Nein, gut. Weil du bist der Gianni Halliday gesehen in der Primetime-Show, in der legendären, bist du das Orchester gesehen? Genau, das Eimar-Orchester. Genau. Das verplante, schwiegende Eimar-Orchester. Wir haben eine Late-Night-Show gemacht, habe ich in dem Podcast schon ein paar Mal erzählt. Und wie sich so gehört für eine Late-Night, hat mir eigentlich eben eine Band oder ein Orchester oder was weiß ich. Und wir haben kein Geld gehabt. Und dann bin ich dort gesehen. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Haben wir gefunden, ein DJ tut es doch auch noch. Ich habe jetzt Musik laufen lassen. Richtig. Und du bist, glaube ich, der Einzige, der konstant wenigstens ein bisschen Geld dafür gekriegt hat. Man hat Cash gemacht, ja. Wir haben wirklich, wir haben zum Teil, also sicher Geld verloren und sehr selten Geld gemacht, das weiß ich noch. Und eine Zeit lang war das auch mein einziger Job gewesen. Das ist erstaunlich, aber es hat schon recht Spass gemacht, zurück in der Retrospektive. Es hat schon recht Spass gemacht. Es war zwar immer so ein bisschen ein Nervenkitzel gewesen, am Donnerstag, so direkt vom Arbeiten gehen. Und yeah. Schnell irgendwie Zeugs aufstellen und so. Aber mir hat es kaputt gemacht, das weiß ich noch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja dann nochmal so ein einmaliges Spenden-Special gemacht, irgendwie, glaube ich, im 16. Das ist schon so lange her. Weihnachten 16. Ja, ja, stimmt. Weihnachtsshow, ja. Und danach bin ich runtergekommen, habe Manu, ein Produzent, und der habe ich gesagt, super geil gewesen, aber das machen wir nie mehr. Man muss dazu sagen, dort war auch noch der Baschi zu Gast gewesen. Macht alles noch ein bisschen anstrengender. Das ist ein legendärer Auftritt gewesen vom Baschi. Mhm. Und ich weiss noch, so immer vor der Show immer so die wahnsinnig gute Website vom Hebsen Theater checken, wie viele Stühle sind schon verkauft. Wie viel Platz haben wir schon verkauft. Das Geile ist, das hört nicht ganz auf. Man macht es weniger mit der Zeit. Also ich habe es gemerkt, wenn ich dann einfach Solo spiele. Und Kollegen, jetzt ist es wenigstens so ehrlich, ja, haben mir auch schon erzählt, ja, weißt, machst du sicher auch. Ich kann dann ab und zu schauen, wie viele Tickets bei mir weg sind und wie viele bei dieser Person schon weg sind im gleichen Theater. Und dort, ja, aber ist das nicht ein bisschen natürlich? Also ich kenne es ja nur auch von irgendwie beim Sound gehst du schauen, wie viele Streams hast du schon gehabt, wie viel gehst du, wenn irgendein neues Album rauskommt oder ein neuer Track, gehst du schauen, oh, wie viele Leute haben es schon gelost. Und Laurin Buss hat gesagt, in dem ist ja Spotify Fluch und Sagen, weil die ja effektiv Zahlen anknallen, dass du wirklich einfach eben einen direkten Vergleich hast nicht. Weißt du, auch bei Charts, du weißt ja nicht, wie viel gefehlt hat von Platz 3 zu Platz 8. Vielleicht sind das ein paar einzelne Buys, Downloads heutzutage. Also wir haben das einmal mitbekommen, dass anscheinend ein CD gefehlt hat, um in die Top 10 zu gehen. Und darum sind wir 11 gewesen und nicht 10. Mit Brandherd? Ja. Sicher nicht. Doch. Aber das ist auch, das hat man uns gesagt. Also wir haben es nicht schwarz auf weiß gehabt. Ja, schau, jetzt kannst du einfach mal sagen, hey, ein CD hat gefehlt. Ein CD, du warst in der Top 10 gewesen. Ist das Beste, was wir jemals gehabt haben? Elf. Ja, ich meine. Ah nein, wir sind dann schon, sind wir auch? Ich weiß es gar nicht. Hey, sorry, irgendwie, das ist so ein Thema, wo meistens, das interessiert mich wie wenig. Es ist so Aussage leer. Ja, das sagt der Dabu. Ihm ist ja am Schluss wurscht, was die Zahl dahinter ist. Ob jetzt ein Song in Zahlen gut läuft, heisst ja nicht, ob er gut ist. Absolut, eben, nein, ich glaube, darum eben so die Verkaufszahlen, das interessiert mich herzlich wenig, also vor allem bei Brandherz. Yeah. Und ich meine, dort geht es wirklich darum, irgendwelche Shows zu spielen. Das sind ja die Erinnerungen, die da bleiben, nicht
oh, ich bin auf dem 9 oder auf dem 1 eingestiegen. Also mit dem kannst du schlussendlich ja nichts kaufen. Ja, am Schluss ist das eigentlich, also habe ich das Gefühl, auch bei uns ist es bei allen das Gleiche. Das, was du machst, machst ein Stück Video eben dann auch für live. Damit dann eben... Ja, klar, ja. Du bringst auch, natürlich bringst du neue Musik raus, weil du es auch geil findest, aber du willst ja dann die neue Musik vor allem dann auch live Leute präsentieren und sehen, dass die abgehen. Und eben wie die Leute darauf reagieren, ja, das gibt extrem viel. Und einfach so, also ich meine, es ist schon erfüllend, daheim zu sitzen und sounden für sich selber. Yeah. Es ist schon schöner, wenn Leute auch noch gerade reagieren darauf. Die haben aber eine Statistik gehabt, der meistgespielte Clip in einem Jahr auf, ich glaube noch, Viva Swiss. Also ja, das haben wir gesehen. Das findest du schon geil, oder? Das ist schon noch geil. Also es war auch beängstigend gesehen damals. Also wenn du dir so vorstellst, du fährst mit der Rolltreppe in den Mediamarkt Basel hinter dem Bahnhof runter und möchtest irgendwie nur eine CD oder irgendein Kabel holen und plötzlich siehst du dein Gesicht auf 80 Bildschirmen und dann bist du so, ich möchte wieder raus oder im Boden versinken. Das haben wir mit der Primetime-Show übrigens auch mal gehabt. Weil Mediamarkt ist ja mal Sponsor gesehen. Und dann hat eine geile Sicht damals, der damalige Geschäftsführer, der gefunden, ja weißt du, dann lassen wir die Show noch auf unserem Fernsehen laufen. Da haben wir so einen Zusammenschnitt, irgendwie, wo wir damals beim Tele Basel hatten, hat er dann irgendwie geschickt gekriegt und dann hat er sie dort draufgehauen. Crazy. Und dann bist du auch plötzlich so... Ja, dann hat mir auch mal ein paar Fotos geschickt, wir haben sie auf so, weiß nicht, 70 Bildschirme. Ja, dann ist es ein bisschen beängstigend, wenn du vor deinem eigenen Gesicht stehst. Wie ich mit meinem Flum am Pult sitze. Und alles völlig so improvisiert, es könnte auseinanderfallen bei jeder Berührung. Der Tisch ist sehr stabil gewesen. Der Tisch ist sehr stabil. Ist alles sehr stabil gewesen in der Show. aber was ich mir überlegt habe, wegen dem Clip damals, Das ist ja wahrscheinlich etwas vom Letzten, was noch in den alten Medien so einen Erfolg hat können haben. Weil irgendwie gerade kurz danach ist dann irgendwie YouTube gegründet worden. Dann hat sich auf einmal dort, hat man von Videos pushen, Soundcloud. Eben dann ist das ganze digitale viel mehr gekommen. Und die sind wirklich noch auf einem fucking Musiksender. Ja, und ich weiß noch, die Leute sind haben täglich drauf und dran gelaufen. Gewotet für unsere Clips, im Roboclip und die Viva Swiss und so. Und du hast auch noch können, was hast du gesehen? Du konntest zwei Namen schicken und dann haben sie dir den Lovometer angezeigt. Ah, geil. Das ja, wie gut du zusammenpasst. Und für das ist irgendwie 7 Stutz zahlt. Geil, das ist noch gut. Dort hat man noch Cash gemacht. Das hast du noch richtig Cash gemacht. Oder SMS-Klingelton war auch gross. Nein, stimmt. Das ist schon irgendwie eben, das ist schon krass gewesen, so plötzlich in eine Aufmerksamkeit reingespült zu werden. Vor allem, mit diesem Video. Ich glaube, heutzutage tut man das Zeug auch mehr planen. Man kann es auch besser planen. Man sagt irgendwie, wir haben 4 Clips in der Pipeline, wo wir so ein bisschen indie-mässig produzieren. Und der erste Content, der zweite Content. Und dann tun wir dort mal irgendwie ein paar 100 Stutz Social Media pushen und dann machen wir das. Dass du so ein Momentum kreierst. Und die sind einfach irgendwie Schulbuben gesehen, die Musik gemacht haben und per Zufall noch den Sammy kennengelernt in der Schule, wo die Videos, also eigentlich alle Videos, glaube ich, bis auf einen oder so gemacht hat. Ja. Yeah. Ich fand, hey, ich habe eine grossartige Idee. Kommen dann und dann dort hin, gefühlt, so war es gewesen. Nicht mal dort einen Plan gehabt. Doch, auch schon. Wir haben nie einen grossen Plan gehabt. Wir haben gewusst, wir müssen laufen. Das ist ja unsere Stärke. Wo hast du das gesehen eigentlich? Also die Allee ist gerade vor Riechen. Ja. Yeah. So zu dem schönen Anwesen, das dort zwischen Basel und Riechen ist. Das ist die, wir nennen es Brandhard, Nachbrandallee. Und dann, wo sind wir noch gesehen? Wir sind in Liestal vor dem Modus, dort in dem, glaube ich, Schild, auf dem Schildareal gesehen. Yeah. Haben wir dort vor irgendeiner abgefuckten Betonwand und Wunderkerzen haben wir dann das nochmal gemacht. Und das sind eigentlich so die zwei, und dann die Live-Aufnahmen halt vom, was ist das, JKF gesehen, wo wir gespielt haben. Ja. Yeah. Ja, sind eigentlich dort bin ich gesehen. Das sind irgendwie die drei Sachen gesehen. Nachbrandallee, also Baumallee, wo wir haben so laufen. Mhm. Gut. Angekriegt. Dann in Liestal vor die Wand stehen, auch gut Faxen machen. haben wir auch geschafft. Und live, ja, dort hast du gar nicht gemerkt, dass du gefilmt worden bist. Und dann haben wir es ja vor, was ist es, vor 2 Jahren, haben wir es ja nochmal nachgespielt. Das Ganze richtig, wieder. Das habe ich gesehen. Wie ist das gesehen? Recht lustig.
recht lustig, weil ich glaube, das Video nie mehr geschaut habe seitdem. Und was dann geheißen hat, du machst die genau gleiche Bewegung. Und ich dachte, ah, ernsthaft. Aber hast du es angekriegt? Ich habe es an, es ist nicht so schwer. Yeah, es war nicht eine Riesenleistung von mir, so choreografisch oder so. Aber das ist eben, logischerweise habe ich dich schon kennt, bevor du mich kennt hast. Wir haben uns so flüchtig irgendwie über Virus oder so, haben uns mal Hallo und Tschüss gesagt. Und dann eigentlich wirklich kennengelernt haben wir uns erst wegen der Primetime-Show. Das stimmt, ja. Vorher war es immer so, ja, so Hallo, Tschüss gewesen. Und dann ist es aber abgegangen. Du. Dann sind wir noch gepoltert in Schottland. Auch legendär. Und darum, für mich sind das immer so, du bist wie zwei Menschen für mich. du bist der Mensch, den ich früher schon kennt habe, wo ich aber wie keinen Berührungspunkt hatte, außer dass ich die Musik gehört habe. Und dann irgendwann der Dude an sich, wo jetzt mein Kollege ist. So. Das ist es, ja. Ja, das ist schon so ein Witz. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, eben weil ich dich auch wahrscheinlich erst also so spät kennengelernt habe, habe ich nie die direkte Connection zum anderen können machen. Obwohl ich dann nachher auch noch an ein Konzert gekommen bin und solche Sachen, sondern der Johnny Holiday, der DJ von Brandhard mit Nachbrandhard, das ist so für mich wie ein anderer Dude. Ich schwätze eigentlich, sonst ich habe lange nichts geschwätzt in meiner Rolle als DJ bei Brandhard. Auch in Interviews, weiß ich noch, ich glaube, die ersten Interviews bin ich einfach schweigend dort gehockt. Das ist aber nicht bewusst gewesen, das ist einfach so passiert. Das ist einfach so passiert. Yeah. Also ich glaube, es ist auch so ein Stück weit Überforderung mit der Situation. Du bist eh ein Mensch, der mit den Jahren mehr anfängt zu schwätzen. Ich glaube, auch privat. Das ist so. Ich weiß nicht, ob ich dich vor 10 Jahren einen Podcast hätte können einladen. Nein, ich habe mir eben heute noch überlegt. Vor der Show, also vor dem Podcast. Ob du mich dann fragst, wie geht's, und ich komme mit so einer trockenen Antwort, wie gut. Und dann machen wir so eine. Das war ein klassisch Primetime-Show gesehen. Genau, ja. Ich weiß noch. Aber ich habe ein paar gute Lacher gehabt mit dem. Das ist eben. Man muss sagen, weißt, du bist ja logischerweise dann auch Sidekick gesehen. Und am Anfang habe ich natürlich voll meine Ideen gehabt, so, weißt du, wie beim Conan, das und das. Und das hätte ja alles null interessiert. Du bist auf da gestanden. Und wenn ich dir irgendetwas gefragt habe, hast du wirklich so einsilbige Antworten gegeben? Oder in einem Talk hast du mal nach 20 Minuten hast du einfach einen Satz gedroppt. Und es sind immer die grössten Lacher gesehen von oben. Und die Leute immer so, boah, der Johnny Holiday, das ist so lustig. Der hat fucking so fünf Sätze gesagt ganz oben. Wieso? Nein, ich habe es großartig. Ich weiß noch, ich glaube, einer der lustigsten Momente war, als ich gewusst habe, es hat kein Bier mehr auf der Bühne. Und ich einfach aufgestanden bin, ab der Bühne in Backstage ein Bier geholt. Und ich glaube, so dein Gesicht oder auch ein anderes. Es ist ja wichtig für so eine Show, zero fucks given, oder? Ja. Weil das ist mir schon immer klar gewesen, darum habe ich ja gewusst, dass das mit dir wird funktionieren. Weil dann hast du so eine hibbelige, eben so fast übertrieben, lustig sein wählenden Typ, oder? Und dann hast du so den ruhigen Gegenpol. Das Phlegma. Zum Beispiel, ja. Aber darum hat das immer so geil funktioniert. Und wir haben ein paar gute Momente gehabt. Ist mir heute, als ich jetzt hierher gekommen bin, ist mir in den Sinn gekommen. Ich glaube, das Highlight von deiner Karriere ist, wo leider verstorben, der JP Love sein Ballermann-Hit abgespielt hat. Also sprich, du hast ihn müssen abdrucken als DJ. Das war ein schwieriger Moment. Und er hast in der Pause dann zu dir gesagt, gell, du bist DJ, da kannst du brauchen, da kannst du auch mal eine Party so fliegen. Ja, das stimmt. Da habe ich wahrscheinlich noch irgendwo. Außer ich habe gerade so eine Reaktion, gerade löschen. Und die Gesichter, das war wirklich sensationell gewesen. Also stoischer ist es nicht mehr gegangen. Du hast einen Ballermann-Hit abgedruckt und der JP Love hat alles gegeben. Schön. Aber sehr nett, dass ich gesehen. Ja. Aber hat er die Hündchen dabei gehabt, ohne Zehen und die Zungen rausgegeben? Bei der Primetime-Show ist es immer so gesehen, da hast du eine Show gehabt, ich weiss zum Beispiel eben noch, dort ist es gesehen, ich glaube, die Show davor haben wir gehabt, Christian Rigozzi. Und die Bude war bumsvoll gewesen, weil Christian Rigozzi ist gekommen. Und das hat so wirklich, das hat so, für mich hat es so ein bisschen so eine, natürlich im sehr kleinen, aber so ein bisschen so der Show-Groove gehabt, so wie eine Samstag-Oben-Kiste. Weißt, ja, das hat sich gross angefühlt. Genau. Dann, das nächste Mal. Und,
hat wirklich ein bisschen Eleganz gehabt, es war lustig gesehen, ja, eben, Christa ist noch dort, großartig. Und dann schon drauf kommt der JP Love mit seinen zwei Hunden, die Zunge die ganze Zeit rausstrecken. Und die dann sind mitleidenswert gewesen, die Hunde. Dann hast du absolute Trash wieder gehabt. Und so haben wir, glaube ich, 3 Jahre lang haben wir... Ja, es ist immer so auf und ab, so eine Wellenbewegung. So. Mal so, mal so. Und ich meine, habe ich schon ein paar Mal erzählt, so sind auch die meisten Leute irgendwie, so bin ich überhaupt mit denen zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Aber es ist lustig, eben so wie Leute wie eine Benny Turnherr, wo ich zuerst dachte, nein, den kannst du nicht einladen. Das kann nicht lustig sein. Also haben sich wirklich zum Guten getragen. Benny Turnherr ist für mich, glaube ich, immer noch, von allen, die wir hatten, wir haben ein paar Showgrössen gehabt, ist, glaube ich, der professionellste gewesen. Der hat keinen Plan gehabt, was er dort machen muss. Kommt an, fragt 2 Fragen und nachher hat er genau gewusst, was er machen muss. Und dann hat er auf der Bühne hat er geschwätzt, wenn er schwätzen musste. Dann ist er still gewesen, wenn er still sein musste. Und er hat nicht so wie der Baschi. Ein Lachen nach dem anderen. Ja, der Baschi schwätzt einfach immer. Ja, und dann ruft er am nächsten Tag, der Magli, ich fühle mich einfach zu wohl bei dir, weißt du? Ich habe das Gefühl, ich bin daheim. So, das ist natürlich, der Benny Thurn, hast du ein absolutes Highlight gesehen, ja. Ja, aber auch der Müller. Mike Müller, Flasche Wodka. Ja, dort sind wir dann auch, so nach der Pause ist es steil gegangen. Extrem. Weil wir haben wirklich, glaube ich, eine Flasche Wodka getrunken. Ja, das ist nicht so knapp. Und die Leute haben das Gefühl, er spielt das. Und dann ist er nach der Show, hat er einen Espresso getrunken und dann hat er schon auf den Zug. Vorbildlich. Ja, absolut. Ja, definitiv auf den Zug. Nein, die Leute haben gemeint, das Spiel ein bisschen gesehen, haben den Espresso trinken. Aber ja. Er hat auch gekillt. Die zweite Hälfte hat er wirklich nur noch... Immer wenn er das Mikrofon führen genommen hat, habe ich gewusst, jetzt gibt es den Riesenlacher. Aber ich erinnere mich jetzt gerade an den Karate-Tut, den Karate-Ka. Oh mein Gott, der Del Hamby. Das war die allererste Show gesehen. Ja. Aber das war auch so etwas Absurdes gewesen. Ich glaube auch für die Leute. Ich habe gefunden, ohne Scheiß, dort habe ich Brandhard, ist Musical-Guest gesehen, weil ich gefunden habe, das ist noch ein guter Start. Dann haben wir Basler Legende, der Minu. Minu ist auch sehr lustig gewesen. Und dann habe ich so gedacht, okay, und was machen wir noch? Und dann habe ich halt so ein bisschen Late-Night-Shows geschaut und irgendwie der Conan O'Brien, der hat immer so einen Stuntman zu Gast gehabt und hat mit dem irgendwelche Choreografien gemacht und so. Dann habe ich so gedacht, ich weiß nicht mal mehr, warum ich den kennt habe. Vielleicht vom Angelo. Ja, genau, vom Angelo hast ihn du kennt. Vom Boxtrainer. Ja. Und dann habe ich den kennengelernt, irgendwie Karate-Sensei. Und der hat mir so erzählt, ja, ich glaube, was ist der einzige nicht-japanische Sensei, der nicht in Japan ist? Ich glaube, irgendwie so. Das kann sein, ja. Ich glaube, das hat sich auch eingebrennt bei mir. Und dann habe ich gefunden, ich schreibe den mal, vielleicht will der auch in so eine Late-Night-Show kommen. Und dann ist er doch in seinem Ding, in seinem Dress. Und dann ist er gekommen, im Kimono, ja. Mit dem schwarzen Gürtel und hat sich von dir etwa 5-mal habe ich ihm in den Bauch gehauen? Ja. Ah, ja. Volle Granate in den Bauch hauen lassen. Und er war völlig unbeeindruckt. Ja, also zuerst habe ich sollen und er hat gesagt, fester. Und ich dachte, es geht nicht, dann bist du gekommen. So. Und du hast immer in den Box pranken. Du hast, ja, aber es hat ihn trotzdem nicht beeindruckt. Es ist ihm so wie egal, es ist so abperlt. Ja, mein crazy Zeugs gehabt. Da haben wir einen Foodblogger gehabt, Claudio Del Principe. Der lade ich auch mal hier im Podcast ein, das ist geil, sicher. Und mit dem haben wir ja Steak gebrötelt, auf der Bühne. Die ganze Hütte hat gestunken nachher. Genau. Das ist verraucht. Während der James Grunz ein mega, mega leisliches Lied gesungen hat. Und da haben wir so leid da. Mit dem James Grunz passieren mir immer so Sachen. Aber er ist doch 2-mal gekommen, oder nicht? Nicht noch an der Weihnachtsshow ist er dort? An dem Special? Ist er nicht? Nein, das war der Kunz. Ah, das ist der Kunz. Ähnlicher Name. Ein bisschen andere Musik. Grunz, Kunz, ja, stimmt. Zum Verwechseln ähnlich. Und dann haben wir noch, wir haben so viel gehabt, Charlie als Weihnachtsmann, rauchend und trinkend, auch sehr lustig. Es hat Spass gemacht und es ist sicher ein guter Einstieg gewesen, so in die Bühnenwelt und Showwelt. Aber für die ist das jetzt nicht der Start von einer grossen Theaterkarriere. Nein, absolut nicht, nein. Weil, eben, der Schoppe Brandt hat vorhin hast du in Interviews nicht geschwätzt und du bist aber auch bei den Konzerten, bist du immer recht im Hintergrund gesehen. Das ist so, ja. Das ist natürlich, liegt auch in der Natur von der Sache. Aber mit der Zeit habe ich dann gleich gesehen, hast du irgendwie ein Mikrofon gehabt selber und hast du noch drei Schwätzen und so. Also du hast schon eine Entwicklung gemacht, eine Bühnenentwicklung. Absolut.
Also bin nicht mehr einfach nur stoisch rumgestanden. Und du bist extrem, extrem selbstkritisch. Das bin ich, ja. Ich glaube, ich bin anfangs zweimal aber auf der Bühne, wo ich gefunden habe, heute habe ich es gut gemacht. Ja, das weiß ich eben noch, weil ich glaube, das eine Mal bin ich dabei gewesen. Du bist das nachher gekommen, hast gefunden, heute ist... Das hast du, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ja, das heute hast du, glaube ich, das erste Mal gesehen, wo ich so, ich glaube, halbwegs zufrieden hast gesagt. Das ist in deinen Worten ist das schon überschwänglich. überschwänglich. Viele Emotionen für damals, ja. Aber bist du das mit allem schon gesehen? Oder ist das so ein reines Musik-Performance-Ding? Nein, ich glaube, es ist wirklich so tendenziell Musik, so im kreativen Bereich. Bei anderen Sachen bin ich zum Teil so 80-20, ist dann meistens good enough to go. Also ist das auch schon, wenn du die Musik kreierst? Ich meine, das find ich immer, das Einfache für mich ist ja immer, dass wenn ich eine Show habe, klar, irgendwann zeichnest du sie auf und so, und dann, das ist dann so, wie es dann ist. Aber auch dort kannst du immer sagen, es ist eine Momentaufnahme. Weil es hat sich ja dann noch entwickelt. Und bei der Musik musst du einfach mal den Moment haben, wo du sagst, so ist es jetzt, so lassen wir es jetzt los. Ja, also nein, wahrscheinlich ist es schon, also es ist dort auch beim Produzieren, beim initialen Produzieren ist es auch so 80-20. Ich mache etwas, bis ich so an die kreative Wand komme, ja, und dann lege ich es weg. Und dann tue ich wie im zweiten Schritt tue ich dann die Stücke, die ich gut finde, quasi wie zusammen mal ein bisschen gruppieren und nehme vor, an denen weiterzuarbeiten. Ja. Und das habe ich jetzt gerade für das Album hier, für das Tape, yes, das Album, wo jetzt eben die Titelmelodie drauf ist. Sehr geil. Hast du bewusst das Track 1 gemacht? Hast du gefunden, hey, weißt du, das ist der, den jetzt alle kennen? Also es ist nicht eine Podcast-abhängige Sache. Es ist für mich ein schöner Opener gewesen. Absolut. Darum habe ich auch den genommen für Nein, für es ist wie, also ich meine, gerade jetzt das Intro, das ist jetzt auch, das habe ich produziert, dann habe ich es wahrscheinlich ein halbes Jahr liegen lassen und dann wieder vorgenommen, dann wieder liegen lassen und dann nochmal dran geschafft. Das habe ich 3-4 Mal dran geschafft, bis ich dann das finale Ergebnis habe. Und da gerade auf dem Album ist jetzt viel Zeugs drauf, wo ich... Ich habe mir letzten Herbst ein Maiensaas gemietet für eine Woche. Da bin ich mit einem Kollegen dort offen. Und wir haben quasi wie, ich habe gesagt, wir haben 17 Tracks und an denen möchte ich alle arbeiten. Yeah. Und ich habe, mit wem? Mit dem Nick. Er hat früher so Taktpakt produziert, auch ein guter Produzent. Ein Mensch, der sehr fest im Hintergrund steht, nicht gern im Rampenlicht steht. Okay. Noch weniger als du. Noch weniger, also ja, mittlerweile finde ich es nicht mehr so schlimm. Ja. Er ist der Funk Dr. Schlotz. Nennen wir ihn hier auf diesem Album. Hat immer einen anderen Namen. Immer einen anderen Namen. Boypartei, Funk Dr. Schlotz. Und dann haben wir wirklich eigentlich jeden Track laufen lassen und dann mal geschaut, was könnte man machen. Und dann haben wir so jeden Track irgendwie so wie auseinandergenommen, mal überlegt, wie lang könnte er denn grundsätzlich werden. Ist es eher etwas, was kürzer ist, was braucht es für Arrangement etc., was braucht es für Abwechslungen. Und eben, dann hat sich so wie so entwickelt. Und dann irgendwann kommt bei mir das Gefühl, jetzt ist es good to go, jetzt muss ich es... Also schon mit dem Wissen, meistens wüsste ich dann, ich könnte sicher nochmal 100 Mal dran schrauben und richtig schwierig tun und so perfektionistisch dort noch irgendetwas schrübeln oder so. Aber irgendwie finde ich dann, zum Teil ist es eben wie eine Live-Show, es ist auch eine Momentaufnahme, wo man dann, das ist, in dem Moment hat es gerade so gestimmt. Aber für mich stimmt der Sound immer noch, auch das Zeugs, das ich auf dem ersten Album 2017 rausgegeben habe, hat es viel Zeugs, das ich heute immer noch gerne höre. Und das ist eine extreme Entwicklung gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, also bis zu dem Punkt anzukommen, wo ich gerne meine eigene Musik höre. Ja. Weil ich habe alte Brandherd-Sachen sehe ich heute immer noch Projekte, wie wir die Stimme geschnitten haben und so. Also es ist nicht mehr so schlimm, aber eine Zeit lang konnte ich den eigenen Sound nicht hören. Yeah. Weil ich jedes Projekt, jeden Schnitt in der Stimme gesehen habe. Alles, was wir editiert haben, ist furchtbar. Ja klar, weil, wenn du den ganzen Hintergrund dazu noch weißt, dann wird's eh schwieriger. Und am Anfang sind wir paranoid gesehen, von dort hörst du jeden Schnitt, den wir in der Stimme machen. Weißt? Da bin ich erstaunt, wenn ich, es ist halt auf der Form sehr professionell, da hast du lange beim Radio geschafft. Ich bin dann zum Teil erstaunt, wenn ich irgendwelche, keine Ahnung,
irgendeine News-Sendung schaue und ich höre den härtesten Schnitt zwischen irgendwie zwei Sätzen, die ein Bundesrat sagt oder so. Weißt du, wo du dann wirklich noch so das Gefühl hast, das ist ja noch. Hat ja noch ein bisschen Gravitas jetzt in dem Moment, oder? Und dann siehst du wirklich irgendeine Totalaufnahme und dann hörst du wirklich so im Schnaufen rein, hörst du den Schnitt, damit der zweite Seitensatz irgendwie draußen ist. Und ich bin dann immer so, oh mein Gott. Wow, also ich glaube, so Zeugs bringe ich immer noch nicht über, also das würde ich nicht schaffen. Da müsste ich immer noch dran rumknüppeln, bis das weg ist. Aber wenn ich das dann irgendjemandem sage, weißt du, wo irgendwie auch gerade am Schauen ist, die sind dann immer so, nicht gehört. Also darum, es ist wirklich, mir mit der Zeit ist man so in dem Zeugs drin. Absolut. Ne? Ich sehe amigs Videos auch so im Geschäft, wo dann irgendwie ein paar irgendwie freiwillig gemacht haben aus Belgien oder so und dann haben sie Sound drunter gelegt und hat den Sound nicht im Takt geschnitten. Und du kriegst fast den Herzkapsprung und findest, ey nein, aber so etwas kannst du doch nicht rausgeben. Oder wenn es Knacks in der Stimme hat und so Zeugs, das geht nicht. Ich habe immer das Gefühl, weil man sich ja in der Comedy extrem mit dem beschäftigt, habe ich dann zum Teil das Gefühl, oh Scheiße, du merkt man schon mega früh, was der Lacher wird sein. Also weißt du, was denn der Joke stört, wird jetzt sein. Jetzt stört er genau dort an und jetzt. Und dann merkst du, nein, das ist, weil ich irgendwie, jo, ich merke das auch, wenn ich jemand anders schaue. Mhm. Aber auch dort merke ich es. Das ist auch noch, weil du weißt, wie es funktioniert. Auch dort merke ich es drei Viertel nicht in dem Moment. Und das andere Viertel ist sehr, sehr tief in der Comedy drin. So, oder? Ja, aber darum kann ich mir schon vorstellen. Also wenn ja, so ein bisschen Nerd. Das Genörde. Also, ich meine, ich merke selber, ich bin jetzt nicht der, der sich so mega tief mit Software oder so nerdig beschäftigt und ich muss alles wissen, wie Plugins funktionieren und so. Yeah. Ich brauche sie so, wie ich es mir selber beibringe oder ich sehe, wie es andere brauchen und so. Aber ich hatte jetzt nicht die Energie, zu sagen, ja, jetzt habe ich mal angefangen, mein Zeug selber mixen. Das ist für mich schon ein grosser Schritt. Aber ich hatte jetzt nicht noch Nerven, um mich in ein Mastering reinzuversetzen oder reinzusteigern. Hey, ich möchte mir jetzt das noch beibringen, weil das ist wie dort fehlt mir dann, glaube ich, irgendwie die Kreativität. Ich muss, also es muss irgendwie ein bisschen etwas kreativ sein. Und wenn ich dann, wenn du es gemischt hast und dann noch solltest mastern, dann hörst du es ja dann wahrscheinlich eh nicht mehr. Also, das weiss ich jetzt natürlich nicht ganz so gut, bei Beats und bei Hip-Hop an sich, was wird dort noch gross gemacht zwischen Mischen und Mastering? Also weißt, bei einer fünfköpfigen Band verstand ich es noch eher, weil man dann irgendwie muss... Du tust ja dann schon schauen, dass es richtig Wumms hat, dass dort... Das ist dann das, wo es richtig laut, rausgepusht wird. Genug laut ist, dass die Höhe... Du kannst dann auch noch irgendwie ein bisschen Bass, wo vielleicht zu laut gemischt ist, kannst du noch ein bisschen rausnehmen, ein bisschen zurücknehmen, dass es nicht mehr, also. Weil das ist eh etwas, wenn ich mit irgendeinem Singer-Songwriter rede, dann kann ich so plus minus den Prozess verstehen. So ganz basisch, oder? Weil man muss irgendeinen Text schreiben, man hat irgendeine Melodie und dann tut man die Melodie irgendwie noch begleiten. Mhm. Aber wenn ich in dem Fall jetzt die Album los oder sonstige, jetzt kommen wir auf Instagram, können wir so Werbungen, listen to Lo-Fi. Aha, ja, ja. Chill, Music, was weiß ich. So, dann kriegen wir so, wo fährt das an? Eben, wenn es aufhört, ist halt irgendwann, nachdem du das fünfmal überarbeitet hast, sagst du, jetzt mache ich mich dann langsam wahnsinnig. Aber wo das überhaupt anfährt, nimmst du halt eben mal irgendeine Beat-Machine. Du hast so lustige, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Also die Computer mit so einzelnen. Ich habe so Keyboards und Pads drauf. Pads, richtig. Oder eben nimmst du Keyboard und du hast irgendwie noch einfach mal eine Melodie spielen. Es ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich, es kommt irgendwie ein bisschen, also bei mir kommt es darauf an, es kann sein, dass ich irgendwie einen Track höre oder irgendwie eine Tonfolge irgendwo im Alltag, wo mich dann irgendwie so ankickt, wo ich dann einfach weiss, ich muss zu oben Sound machen. Ja. Yeah. Und dann bin ich wahrscheinlich inspiriert von dem und versuche entweder den Klang nachzuempfinden oder die Tonfolge, die mich so packt hat, wieso auch immer. Das kann sein, dass es mich heute packt, morgen interessiert es mich nicht. Also das ist, kann ich nicht erklären, wie das funktioniert. Oder ich fange mit den Drums an, aber allermeistens fange ich schon mit irgendwie Melodieelementen an. Mhm. Dass ich irgendein Sample nehme, wo ich anfange zu schneiden. Oder irgendwelche Vocals.
Oder sonst, wenn ich jetzt zum Beispiel für Leute Remixes mache, dann ist es wirklich so, dass ich einfach, ich los ins A Cappella rein, ich gebe mir eigentlich Mühe, den Track nicht zu hören, das Original. Ah, okay, ja. Yeah. Ich los. Weil du kriegst ja, wenn du offiziell ein Remix machst, kriegst du ja alle Spuren, oder? Genau, aber ich sage dann meistens, ich möchte eigentlich nur die Stimme, alles andere möchte ich gar nicht haben. Ja. Yeah. Weil, und hoffentlich hast du noch nie das Original gehört. Ja, oder vielleicht einmal, aber yeah. Ich möchte wie relativ jungfräulich an die Geschichte an. Ich möchte yeah. das hören, die Stimme, und dann mich inspirieren lassen und dazu anfangen zu produzieren. Mm-hmm. Und wenn ich einen Remix mache, dann ist es eher mal noch so, dass ich dann vielleicht mit einem Drumset anfange. Ja. Yeah. Und dann Melodie dazu mache. Aber meistens ist es die Melodie, die Taktgeber ist. Ja, der eine Remix, den du gemacht hast, ist so geil gewesen. Von wem hast du jetzt gesehen? Welche? Ja, aber es ist jetzt ein paar Jahre her. Aber ich weiß nicht, du hast ihn mir damals gezeigt und wo er dann rausgekommen ist. Ich muss nachher nachschauen. Ist gut. Ich sag's dir noch. Ist gut. Wie lange hast du das denn eigentlich schon gemacht? Also du hast immer für dich ein bisschen rumgetüftelt und so. Aber bis du dann irgendwann mal gefunden hast, ich tue jetzt wirklich auch eigenes Zeugs releasen. Weil das ist ja dann schon nochmal ein Schritt. Weil mit Brandhart, also nicht, dass du das gemacht hast, aber da kann man immer noch, in einer Band kann man immer noch irgendeinen Brand um die Schuld geben und sagen, ja, da hat ich eine andere Entscheidung getroffen und wir haben irgendeinen Kompromiss gefunden, was weiß ich. Und irgendwann, wenn dann nur noch Johnny Holiday steht, dann bist du ja so, da kannst du jetzt nichts mehr sagen. Das ist einfach dein Ding, oder? Also wer hat es angefangen? Ich habe, glaube ich, schon immer mit dem Fierce nebendran, bin ich meistens nebendran gehockt und bei den Beats schon in seinem Kinderzimmer noch. Wo seine Mutter dann noch reinkam. Ist es zu laut? Ja. Yeah. Und auch im Studio. Ich bin oft einfach nebendran gehockt und habe auch geschaut, wie er schafft, mitgeschafft bei gewissen Sachen. Und ich glaube, so der erste, also ich habe ja dann 2007 oder so, ich habe dann ab und zu auf Brandherz-Sachen habe ich Beats produziert, aber immer einzelne. 2007 habe ich quasi wie das ganze Abarth-Album, sein erstes Solo-Album, habe ich produziert. Ja. Yeah. Bis auf ein, zwei Tracks. Dann habe ich im 16, glaube ich, gesehen, noch das Rap-Reflex-Album auch bis auf ein Track produziert. Und dann, dort ist so ein bisschen wieder der Punkt gekommen, so im 15, 16, 17, wo ich einfach gewusst habe, ich mache da Musik, wo ich wie niemand drauf höre, wo ich finde, das verhebt instrumental mega gut. Mhm. Und es war auch der Punkt gewesen, wo ich irgendwie gemerkt habe, ich höre das, was ich produziere, gerne selber. Ja. Yeah. Und dort habe ich gewusst, das muss ich irgendwie rausgeben. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ich glaube, es hat auch so ein bisschen die Evolution gegeben, also das wirst du mir sicher besser erklären können, aber so wie ich es ein bisschen mitgekriegt habe, auch halb von außen logischerweise, obviously jetzt irgendwann der riesen Schweizer Hip-Hop-Boom gegeben. Und die sind mit drin gesehen, dem, oder? Wo irgendwie einfach, es hat so ein paar freie, ich sag jetzt, Grössen gehabt, und danach hat es so wie die grosse Welle gekommen. Und einfach irgendwie alles Mundart-Rap überall. Und irgendwie jede Stadt und jeder Kanton hat irgendwie so ein paar Vorzeigeleute gehabt. Und es ist massiv gesehen. So, irgendwie, ich glaube, in Schweizer Musik hat es nie so eine grosse Welle gegeben, wie Schweizer Rap zu dieser Zeit dort. Weißt du, wo wirklich so aufs Moll alles cool ist. Das ist schon mal, ja. Und das ist, ja, jede Stadt, jedes Dorf hat die eigene Rap-Crew gehabt. Und dann ist aber so irgendwann abgeflacht und danach ist auf einmal, jetzt in der Schweiz ist dann irgendwann so Mundart ist dann wieder sehr in geworden, eben Mundart-Pop etc. Und eine Zeit lang haben ja alle Englisch gesungen und so. Und im, ich glaube, im Hip-Hop allgemein, klar gibt es jetzt irgendwie so die Mumble-Jumble-Dinger und so, aber hauptsächlich, ich tue wie ein 50-Jähriger, wenn ich so Zeug sage. Schön. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man vor 20 Jahren gesagt hat, man hört reine Instrumentals. Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich irgendwie so, ich weiß nicht, ob das ein Spotify, also ein Streaming Phänomen gewachsen ist. Also ich meine, es hat ja schon immer Produzenten gegeben im Hip-Hop-Umfeld, wo Instrumentalzeugs produziert haben. Ja. Yeah. Aber ich habe das Gefühl, es hat schon einen extremen Boost genommen, halt auch durch die ganzen Chill-Hop-Sachen, die
Study-Playlists. Jetzt kommt immer auf Instagram, kriege ich immer so eine Werbung, wo irgendwie so zeichnet, irgendwie so eine Oldtimer-Fahrt. Und dann heisst es immer so, eben, chill hop, listen to the best playlist. So. Und also ich glaube, mittlerweile gibt es auch Leute, die richtig gut davon können leben. Ja, und ich meine, es gibt ja auch in der Schweiz gibt's ein paar schöne Exponenten. Eben, hast du mir mal erzählt, ja? Ich meine, der Funky Notes aus Basel oder auch der Rock P, wo unglaubliche Streaming-Zahlen haben, oder auch ein Audiotope aus Basel, wo rein Instrumentalzeug machen, wo es natürlich schon Welten Unterschied sind in der Art von klassisch Rap-Instrumental, vielleicht so progressivem Instrumentalzeug. Yeah. Aber ja, es wird nachgesucht und es läuft. Und ich nehme an, wenn du ein Instrumental machst, dann tust du im Gegensatz zu, wenn du weißt, das ist jetzt ein Beat, wo irgendwann jemand drüber rappt oder dann vielleicht sogar noch singt oder so, das kann ja viel stringenter sein. Also wenn ich irgendwie so Oldschool Hip-Hop höre, das ist wirklich einfach, so wie es bei Takt 1 ist, so tönt es dann auch noch bei Takt 350, das ist einfach ein Beat, der durchgeht. Und beim Instrumental, das ist wahrscheinlich eigentlich schon fast Songwriting anwenden, wo du wirklich musst etwas aufbauen. Ja, aber ich find eben, ich habe trotzdem recht Freude an so einer Monotonie. Also weißt, ich bin ein Kind von dieser Hip-Hop-Gesellschaft oder von dieser Bewegung. Yeah. Und ich habe sehr gerne Beats, wo einfach Drumset, Bassline und vielleicht noch ein Glöckli. Das kann von mir aus ewig gehen. Aber ich verstand, das ist dann wie, ich würde dann wie einfach bei so etwas, wo ich finde, eben, das hat absolut seine Berechtigung, das kann so 2-3 Minuten funktioniert das gut, aber es muss etwas passieren zwischendrin. Genau. Sei es, dass du das Glöckli einen anderen Ton kommt oder du schnittst es irgendwie ab, dass es nur noch so angeschnitten dran kommt oder du machst einen Break, nimmst Drums raus und so. Eben, weil das dass du mitspielst. Ja, weil das machst du ja bei dem. Das mache ich bei dem, ja. Und dort sind genau so Überlegungen, da habe ich viele so Tracks drauf, wo ich zuerst wirklich, ich habe einen Vierer-Loop gehabt, also wirklich einen Vierer-Loop, der einfach durchläuft, wo ich gewusst habe, dass mir flasht mich abartig so von der Stimmung, aber es fehlt noch etwas. Ich könnte es nicht mit gutem Gewissen einfach veröffentlichen. Und dann haben wir eben einfach spielen, sei es eben mit Drum-Programming, mit zusätzlichen Instrumenten, mit irgendwelchen Breaks, Sachen rückwärts laufen lassen, etc. Irgendwie einfach so, dass immer ein bisschen etwas passiert, weil es wieder spannend bleibt. Weil meine Erfahrung, wenn ich das dann los, ist, ich bin auch absolut Fan davon, wenn eben irgendein Beat geil ist, dann kann ich da eine halbe Stunde hören, oder? Dann bin ich völlig dabei. Aber was natürlich passiert ist, wenn wir dann einfach ein bisschen damit rumspielen, für mich als Hörer, ist, ich höre dann, find den gesamten Track geil und dann habe ich aber natürlich noch wie so eine Lieblingspassage. Weißt du, wo dann irgendwie. Dann fragst du, wieso kommt die erst nach 2 Minuten 30? Ist mir aber immer lieber. Das finde ich das Schlimmste bei Songs, wo irgendwie so die erste halbe Minute das Geilste ist. Ja, das ist so, dann, so eine, dann nein, man durch so eine Playlist-Krankheit, oder? Du fängst gerade mit dem Orgasmus eben, an und dann geht es wieder zusammen. Finde ich schrecklich. Ja. Damit du nicht wegdruckst, oder? Aber ich drücke den eher weg, weil ich habe gerne, wenn sich etwas aufbaut und ich dann so das Gefühl habe, wow, nach 2,5 Minuten, dann kommt es. Und dann geht es vielleicht noch eine halbe Minute. Ja, und dann ist es fertig. Und dann denke ich, ja, ich kann nochmal hören. Aber ich bin eigentlich schon ein Freund von so, ich meine, der Track, den ich im Root Words drauf habe, mit Run. Mhm. Der ist ja schon länger draußen gesehen, der ist jetzt genau, auf das Album geknallt. Genau. Und an dem habe ich, seine Lyrics sind wahrscheinlich etwa ein Dreivierteljahr bei mir rumgelegen auf dem Computer, bis ich sie überhaupt in die Hand genommen habe und das zu einem Track zusammengeführt habe. Und dann habe ich auch noch recht drin rumgeschnitten und habe dann wirklich einfach spielen. Ich habe es verschiedenen Leuten gezeigt und dachte, ja, dort könntest du noch irgendetwas drin machen. Und das habe ich immer noch gerne, eben, ich kann mir so gerne bei den Kollegen gehen, so ein bisschen Feedback holen. Yeah. Weil ich weiss, die meisten produzieren selber auch und alle haben sehr starke Meinungen. Grundsätzlich, wenn es anderen Produzenten nicht gefällt, ist es mal ein gutes Zeichen. Nein. Wirklich? Kann man ab und zu sagen, ja. Das nein, aber empfinde ich bei der Comedy zum Teil auch so. Ja. Weil ich weiss ja, was die Person sonst macht. Und denke so, hoffentlich findest du jetzt nicht sensationell, was ich mache, weil sonst wären wir im gleichen Bereich. Genau, oder? Genau. Und dann hole ich mir, eben, zeige es den Leuten gerne und einfach zum schauen, wie reagieren sie. Zum Teil kann man dann wirklich noch so gute Ideen, eben,
habe ich so ein, zwei Mal irgendwie so ein Talking Drum drin gemacht, wo einfach so irgendwo im Refrain noch kommt oder eine Kette und so. Yeah. Sachen, wo ich so, man könnte sagen, Easter Eggs. Noch rauszusuchen. Wo ich dann noch einfach Freude habe, ich tue dann irgendetwas noch neu ein bisschen verstecken, wo es schon, es passt absolut rein, yeah, und komplettiert es irgendwie an dem Moment. Aber ich glaube, so ein Normalhörer, wo der Track nicht tausendmal gehört hat, der gehört das zu 99,9% nicht. Yeah. Ich habe trotzdem meine Freude dran. Ja, logisch. Hast du das dann auch, das habe ich manchmal eben bei so alten Beats oder so, vor allem wenn ich es dann wieder mal auf der Bühne spiele, merke ich auf einmal, ah, ich könnte sie ja auch hier durchgehen und dann mache ich das so. Und dann habe ich so schon immer noch plus minus das, was ich mal ursprünglich performt habe. Ich habe dann so ein bisschen, eben wie so einen Mini-Remix. Mhm. Hast du das dann irgendwie auch, wenn du irgendwie Coconut Dandy jetzt geheißen, mhm, also wenn du das erste quasi richtige Solo-Album, mhm, nimmst, dann hörst du dort irgendwie vielleicht sogar einzelne Spuren mal von Track 5 oder was auch immer und findest so, da tun wir jetzt nochmal neu arrangieren. Weil es gibt ja die Leute, die haben dann immer noch so ihre eigenen Edits und nochmal Remix und so. Also ich habe schon für... Ich habe mir jetzt das wie auf das, für das Coconut-Album, für mein erstes Album, habe ich mir quasi wie ein Live-Set zusammengestellt, wo ich auch kann live performen und Tracks spielen. Mhm. Und ich habe jetzt schon nochmal alles in die Hand genommen und noch ein bisschen rumgespielt, eben, sei es noch irgendwelche Drum-Loops dazu oder so, geschaut, wie mache ich den Übergang zwischen den Tracks, dass es schon noch ein bisschen anders ist als ursprünglich. Und ich habe dort auch schon in der letzten Version von vorletztem Jahr oder letztes Jahr eine Live-Show, habe ich schon Tracks drauf gehabt, also ansatzweise Tracks, yeah, die jetzt auf dem Album drauf sind, aber einfach völlig auf einem rohen Stadion. Yeah. Und die habe ich jetzt wirklich quasi wieder jetzt updated und so ein bisschen angepasst, dass es auch dem entspricht, wo dann der Track effektiv ist. Also, und dort ist ja wirklich, also wenn du eben für live vorbereitest, dann geht es ja darum, dass man nochmal ein bisschen etwas anderes, genau, und präsentiert. Ist, und es ist wie etwas vom anstrengendsten, Spuren ausrechnen und ein Live-Set zusammenstellen. Das finde ich etwas vom unkreativsten. Yeah. Und ich muss mich immer so zusammennehmen, weil ich könnte ja eigentlich ein Beat machen in der Zeit, wo ich Spuren ausrechne. und dann anstatt die einfach in ein Live-Set reinsetzen. Ja. Yeah. Da muss ich mir immer ein bisschen am Riemen reissen. Weil du buschst ja dann eben die einzelnen Spuren, damit du das dann auch effektiv live kannst, genau, zusammen mischen. Jetzt kommt wieder der 50-Jährige. Genau, hä? Machst Wiki-Wiki? Wiki-Wiki, ja. Ja. Das spielt es mir auch immer so, in Social Media Zeug spielt es mir immer wieder mal irgendeine jenseitige DJ rein, wo... Dann lese ich so Kommentare und sage, was der macht, ist jenseits technisch, dass er irgendwie, keine Ahnung, Double bla 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 kann machen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das heisst. Weil, das habe ich erst bei dir gesehen, in der Primetime-Show habe ich einmal gecheckt, also nicht wie man scratcht, ich kann es sicher nicht, aber dort habe ich zumindest schon mal gecheckt, was die Technik an sich ist. Du tust ja nicht nur die Platte hier und her bewegen, sondern du tust ja auch die Lautstärke noch. Also nein, ich tue ja an- und abstellen. Ich mache ja immer den Fader auf und zu. Das meine ich, also das meine ich. Eben nicht, ja, mal die Lautstärke, sondern effektiv on-off. Genau. Damit du ja nicht konstant immer, genau, hörst, oder? So, und dann sehe ich eben, wie du auch mit deinen, irgendwie machst mit den Fingern, die ganze Zeit so... Ich weiß nicht genau, was das ist. Eben an- und abstellen und irgendwie über zwischen Beat und effektiv, dann, wo man scratcht, mhm, und solche Sachen. So, und dann spielt es mir das ab und zu so ein Social Media Clip. Jetzt die Algorithmus. Hat es genommen, ja? Ab und zu kommt irgendwie so ein dreijähriges Kind, wo irgendwie zwei Songs ineinander reinmischt. Auch das hat sicher seine Berechtigung auf Social Media. Und dort habe ich dann immer so das Gefühl, das ist irgendwie das ist ein bisschen Beleidigung für DJs, weil es wirkt dann so einfach. Du, ich meine, es gibt auch Dreijährige, die das mega gut können. Yeah. Also, dann dürfen die das auch. Ja, logisch. Aber ja, wenn sie wirklich nur von einem Song auf den anderen reingehen. Absolut. Ja. Das heißt, eben, du buchst dann alle die einzelnen Spuren und dann, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja auch andere DJs, die drücken auf einmal Play und dann haben sie das Mikrofon in der Hand und machen ein bisschen Stimmung. Ja, und das ist halt, also, wenn man meine Musik kennt oder so, dann ist es vielleicht halt eben nicht Ballermann und Stimmung. Also, es ist schon Stimmung, aber eine andere Stimmung. Mhm. Was ja nicht darum geht, dass die Leute durchfallen. Also ich
das meiste Zeug ist eher langsam und smooth und so, dass man ein bisschen abdriften geistig. Yeah. Und nicht party hard. Es hat auch, also ich behaupte jetzt, der Titeltrack von diesem Podcast ist einer der happieren. Ja, also es fällt mir auch nicht leicht, fröhliche Sachen zu produzieren. Yeah. Weil ich habe schon gerne so eine gewisse Schwere. So das Bittersüße, das finde ich schon. Es hat extrem viel Melancholie drin. Auch bei Coconut Dance ist schon gehabt. Ja, es ist immer alles ein bisschen tief traurig. Es ist yeah. Vielleicht auch, aber ich sehe viel, wenn ich Sound mache, so vor dem inneren Auge, kann ich mir gut vorstellen, du hockst im Zug und du siehst die Regentropfen, die an der Scheibe vorbeiziehen. Yeah. Und am besten noch in schwarz-weiß. Du musst es noch ein bisschen episch machen. Ja, du fährst einfach so eine endlose Straße durch und das Zeugs beschallt dich. Also nicht im negativen Sinn, sondern yeah. Es dreht dich so von A nach B. Und am besten noch eine Grossstadt. Weil das hat ja an sich immer schon ein bisschen mehr Melancholie und ein bisschen Abgefucktheit. Absolut. Egal wie toll die Grossstadt ist. So. Ja, absolut. So, und ich glaube, du hast einen Song, hast du sogar gehabt, wo Berlin geheißen hat. Genau. Ich habe jetzt darauf Berlin 98. Stimmt. Das habe ich auch nicht gesehen. Das ist eher so ein Classic Breakbeat Track. Yeah. Und ich habe ein Review gekriegt für diesen Track von einem Typ, der heißt Acid Head, glaube ich. Der macht so einen elektronischen Musikblog. Yeah. Und der hat eigentlich geschrieben, eigentlich hat der Name und das, was er gekriegt hat, hat komplett nicht übereingestimmt. Yeah. Aber er findet es trotzdem geil. Weil eigentlich hat er Berlin gedacht, geil, kommt irgendwie Techno. Nein, kommt irgendwie Musik mit Breakbeats, so ein bisschen Hip-Hop-mässig und dann wird es noch hure fröhlich im Refrain. Eigentlich hat es ihn auf der ganzen Linie enttäuscht, aber positiv, dass er gefunden hat. Das ist ein geiler Track. Also die Erwartungshaltung ist enttäuscht worden, sozusagen. Ja. Der Track hat ihm genau nicht das gegeben, was er erwartet hat. Und das finde ich auch schön. Und der erste Berlin, der ist für dich wahrscheinlich schon eher ein positiver, happy Song. für mich ist er eben sehr treffend gesehen. Weil eben genau das Feeling von, irgendwie, frag mich nicht, hockst irgendwie in der S-Bahn und eben der Regen ist an der Scheibe und irgendwie du siehst alle die abgefuckten, zugesprayten Wände und so. Was ja schön ist, die zugesprayten Wände. Absolut! Aber ja, aber das ist so. Und es gibt eben genau das. Und das ist genau das Gefühl, wo das Mischmasch. Genau. Yeah. Und das ist so eben das Bittersüße. Irgendwie mega schön, aber irgendwie ist es auch schwer. Es druckt. Aber das finde ich eben faszinierend, weil du als Mensch tust mir nicht wirklich schwer oder melancholisch. Du bist jetzt eben, vor allem früher, bist jetzt nicht der redseligste Mensch ever gesehen. So, aber du lachst viel, du hast Freude, du bist aktiv, du machst viel. Grundsätzlich bin ich sehr positiv, aber es gibt doch auch eine gewisse Schwere, die manchmal mitschwingt. Aber das sieht man nicht so bei mir. Und ist das denn quasi, also Therapie ist wahrscheinlich übertrieben, aber ist das denn die Outlet, wo du dir kannst parkieren? Ja, wahrscheinlich ist das schon, ein bisschen, also wie, mein Ventil, wo ich kann so Gefühl irgendwie umwandeln in etwas, was positiv ist. Ja. Und durch das hast du dann nicht so fest im Privaten? Also, bei mir ist es genau das Umgekehrte eigentlich, oder? Ich habe gemerkt, wenn ich Fröhlichkeit auf die Bühne bringe und Optimismus etc., dann geht es mir auch besser. Mhm. So. Und darum ist es wie, ich müsste es wie genau umkehren in meinem Kopf. Wenn ich weiss, ich glaube, im Ursprung ist es natürlich auch bei mir, dass eine Schwere und etwas Melancholisches irgendwann mal aufgeschrieben wird. Und das wandle ich dann aber in etwas hoffentlich sehr Lustiges um, weißt? Und eben etwas Positives. Und ja, weil ich habe gemerkt, das bringt dir nichts, um irgendwie zu viel Energie an schlechte Sachen auszulassen oder so. Ja. Also es geht sich einfacher durchs Leben, wenn man permanent positiv eingestellt ist. Was nicht einfach ist. Nein, das ist Arbeit. Was nicht immer einfach ist. Was auch anstrengend ist. Aber grundsätzlich funktioniere gut so. Ich auch, weil ich habe das Gefühl, es ist anstrengend und es ist Arbeit. Aber ich habe das Gefühl, die Belohnung ist
Also einerseits gibt es eine Belohnung und andererseits ist sie viel stärker, als wenn du auf die andere Seite eben die irgendwie dem negativen Abwärtsstrudel widmest. Weil ich sehe dann dort nie, eben, ich sehe keinen Reward drin. Ich sehe effektiv nicht, was es dir dann am Schluss gebracht hat. Nämlich, du hast dort schon sehr viel Energie, Verschwendung und nachher... Es wird viel schwieriger, um dann wieder in einen positiven Gedanken überzukommen. Genau. Und darum nehme ich lieber, es ist einfacher, ins Negative zu gehen, aber ich nehme lieber die mehr Arbeit auf mich, weil nachher eben die Belohnung effektiv da ist. Absolut, ja. Also ab und zu ist es auch schön, richtig hässig und stinkig und mühsam zu sein. Ich rede aber nicht nein, ich mal von hässig. Nein, also, ich weiß, was du meinst. Ich kenne es sehr gut, wenn man hässig ist und das muss rauslassen. Aber eben, ich rede mehr von grundsätzlich Gedanken, Sorgen. Sorgen kann extrem krankheitsbildend sein. Also ich rede psychisch irgendwie, wenn du konstant immer so, wow, was passiert jetzt, wie wird das jetzt sein? So, du bist ja eigentlich für mich, wo jetzt während der ganzen Krise ziemlich gleich geblieben ist. Weißt du, recht entspannt? Ja, also ich glaube, also ja. Also man darf es nicht irgendwie verharmlosen. Aber für sich selber. Es geht ja eigentlich, es fängt immer mit dir selber an, oder? Ja, ich habe mehr Leute gesehen, als weniger, die abgedriftet sind in ungute Gefilde. Aber ja, nein, ich glaube eben, ja, mit einer positiven Einstellung. Ich meine, du musst dich fügen, gerade bei solchen Sachen. Das hat noch niemand von uns erlebt. Ja. Du musst ja dich fügen, du musst das Beste daraus machen. Und es ist grösser als du. Eben, du kannst eh nicht ändern. Genau. Das ist so. Hast du das denn... hast du das aktiv, will ich sagen, hast du aktiv an dem geschafft über die letzten Jahre, Jahrzehnte? Hat sich das einfach so entwickelt? Hat es irgendwann mal einen Moment gegeben, wo das per se intensiv sich geändert hat oder passiert ist? Weil eben, ich kenne die zwar jetzt schon lange, aber ich kenne die natürlich nicht von ich glaube, Schulzeiten. Es ist etwas, was sich entwickelt hat. Etwas, was wahrscheinlich immer irgendwie geschlummert hat. Aber es ist erst so in den letzten Jahren oder schon, also mehrere Jahre, also nicht nur ein, zwei Jahre, sondern schon länger in mir drin geschlummert oder vielleicht viel mehr gegen rausgetragen wird. Ja. Und ja, ich glaube eben, es hat geschlummert und es kommt. Und es ist dann mal gekommen und seitdem, also vielleicht habe ich es dann auch erst wirklich wahrgenommen und einfach gesagt, eben, the show must go on, du musst weiterlaufen, du kannst nicht aufhören und es bringt nichts irgendwie in schlechte Gedanken zu versinken, weil so kommst du nicht weiter. Ja. Yeah. Hast du die früher noch gehabt und dann irgendwann eben hat sich das einfach switchen? Ist noch wahrscheinlich, was es ein bisschen ausgelöst hat, ist irgendwie so nach dem Studium, wo ich gemerkt habe, eigentlich niemand wartet auf mich. Also weißt, schön habe ich mit Brandhart das erreicht, was ich erreicht habe. Aber das zählt wie nichts, weil ich habe nicht geschafft während dem Studium. Also habe ich keine Arbeitserfahrung und niemand wartet auf mich. Und ich habe gewusst, ich beweise es denen allen, dass sie mich brauchen. Yeah. Vielleicht war es dort irgendwie so ein Push gewesen, den ich gefunden habe, doch, sorry. Und ich meine, eben, ich könnte jetzt dort in Trauer versinken, dass mich niemand hat wollen dort, aber dort bin ich dran geblieben und glaube, seitdem so gefunden, doch, ich weiß, man muss halt für alles kämpfen, was man erreichen will. Du kriegst nichts geschenkt. Auch wenn das jetzt mega nein, aber nach Plastik tönt. Ich verstand's, so Phrase. Ich finde auch, weißt du, gerade wo du vorher gesagt hast, die Erkenntnis, niemand wartet auf mich, das ist für mich etwas vom Positivsten, was man kann hören kann. Für mich, oder? Es kann, oh nein, scheiße, und eben dann fängt man sich Sorgen machen und dann wird es schlimm. Aber das ist für mich eigentlich immer das Beste gewesen, vor allem auch irgendwie, wenn Leute nichts erwarten von einem, oder? Da habe ich mir gedacht, da kannst du ja nur gewinnen, eigentlich. Absolut. Und ich glaube, ich habe es auch immer, also auch so beim DJ habe ich gemerkt, ich habe ein gewisses Skillset, aber ich habe wie nie das gemacht oder gleich tönt wie meine Kollegen oder Leute sonst draussen. Ja. Yeah. Weil ich nicht irgendwie so normale Routines
geübt habe, bis ich die Intus hatte, sondern ich habe mich sehr viel einfach leiten lassen. Dann hat es halt wie dann so tönt, wie es tönt. Und ich habe nicht irgendwie eine Routine von XY auswendig gelernt und das dann immer gemacht, sondern ich habe dann immer sehr improvisiert das genutzt. Und ich, auch mit Beats, ich habe nie getönt wie alle anderen und ich habe das auch nicht wollen, weil das viel zu anstrengend war für mich, andere Leute müssen zu kopieren. Und dann bist du eben einer aus unter 100'000, die etwas Ähnliches machen. Sie produzieren Beats und die tönen alle nach Schema XY. Und das habe ich nie wollen und ich kann es auch nicht. Also es war viel zu anstrengend, wollen dort anzukommen. Das denke ich eben auch immer, das haben wir in diesem Podcast glaube schon zwei, drei Mal besprochen, bei Büchern über Comedy, oder weißt du, einfach so Grundregeln über Comedy, über Stand-up. Und Leute, die anfangen, die lesen irgendwie ein paar Bücher und danach heisst es irgendwie, du musst irgendwie einen Joke kannst plus minus so und so strukturieren und dann musst du irgendwie ein bisschen mit dem Stärksten anfangen. Und wenn du das machst, dann bist du wirklich so fast ein Lemming. Und das ist, am Anfang ist das auch wichtig. Am Anfang brauchst du ja mal die... So ein bisschen Erfahrung und Routine und wissen, wie funktioniert. Die leichte Sicherheit, die du jetzt sowieso nie hast, aber einfach so eine Art Routine, dass du weißt, es kann funktionieren. Das muss nicht, aber es kann. Genau, das macht schon mega viel aus. Aber wenn dann nicht irgendwann etwas Eigenes reinkommt, eine Identität, dann wird es schwierig. Habe ich das Gefühl. Ja, aber dann bist du austauschbar. Genau. Und das willst du eigentlich nicht sein. Ja. Außer das ist dein Anspruch. Ja, es ist gut, um immer so irgendwie noch immer Ersatz zu sein, oder? Wenn irgendjemand anderes nicht kann, schnell. Da bin ich jetzt. Nein, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich schön, mittlerweile zum Anecken und nicht immer konform sein. Ja. Weil es eben auch einfach etwas Spezielles ist. Man sticht ein bisschen raus aus der Masse. Hey, ich merke es auch, weißt du, zum Beispiel jetzt der Love of Fire Gang habe ich jetzt noch nicht zu Tod gelost. Aber ich habe es natürlich gekauft, habe es gegettet, blablabla. Und wenn im Shuffle, weißt du, ich mache meistens so mein eigenes Radio mit irgendwie, entweder mache ich zuletzt gespielt 14 Tage. Okay. Oder ich mache, 60 Tage. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein Jahr. Irgendwie so, weißt du? Und dann kann ich wirklich immer so ein bisschen, hey, wollte ich gerade das Aktuellste hören, wo ich jetzt gerade immer los, oder wollte ich so ein bisschen aufbreiten und so. Oder was ich dann auch noch habe, ist irgendwie Top 5'000. Das sind einfach so meine 5'000 meistgelosesten Songs, ja? Und dort bist du, glaube ich, mittlerweile mit mindestens 9 Plays oder so bist du drin. Oder irgendwie so. Das heißt, dort kommt das dann noch drin. So, und wenn ich jetzt irgendwie zuletzt gespielt 14 Tage mache und ich bin im Auto und ich schaue gerade nicht, was läuft, ich merke sofort, obwohl ich auch noch sonst irgendwie viel Beats, Chill-Hop, Lo-Fi, whatever, ich weiß nicht, wie man es nennt, also zum Beispiel Brock Berrigan oder wie heißt der, Burrito Brown, finde ich auch geil. Kennst du den? Nein, müsste ich mal gar nicht. Ja, finde ich auch geil. Ich höre trotzdem immer gerade, wenn du es bist. Eben, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich finde das super positiv. Ich finde das auch positiv, aber ja. Und zwar, eben, auch wenn ich den Track noch nicht per se kenne, ich habe ihn nicht verinnerlicht. Ich weiß nicht gerade, das ist der und der. So. Aber ich glaube auch so, die Handschrift ist ja irgendwie, dass man weiß, das ist jetzt der. Genau. Ist schon etwas Schönes. Da schafft man ja vielleicht auch unbewusst oder unterbewusst auf so etwas an. Ja, vor allem, ich glaube, das ist ja huere schwer bei rein Instrumentalmusik. Also das finde ich, Leute können eine Stimme erkennen, ja? Vor allem, wenn sie dann noch eben spezifisch singt und wenn sie immer dort noch ein bisschen druckt und so, dann wird es schon einfacher. Und auch dort braucht es viel, dass es unverkennbar ist. So. Aber ich glaube, bei Instrumentalmusik ist es noch viel schwieriger. Und ich wüsste, eben bewusst kann man das wahrscheinlich gar nicht machen. Ich wüsste gar nicht, wie man da hinkommt. Und ich meine, also ich glaube, es ist eben auch schwierig, gerade bei so Beatsachen, weil ich habe etwas quasi, ich könnte von Reggae bis Ballermann könnte ich ja alles, oder um jetzt einfach mal eine random Range zu nehmen, könnte ich ja alles produzieren. Yeah. Also ich bin nicht wie eine Band gefesselt an Instrumentenset, die sie haben, XY. Yeah. An so etwas denkst du auch nicht, wenn du mal an etwas umtüftelst, das könnte, nicht dass es wird, aber das könnte einmal ein Ballermann sein. Jetzt seht ihr Ballermann. Aber du weißt, was ich meine. Das kann auf einmal. Für die Primetime-Show hast du mir ja eigentlich eine Rock,
Song gemacht. Mhm, das stimmt. Nein, ich meine, das kann schon. Es ist jetzt gerade letztes Jahr passiert, bei einem Remix, der jetzt dann irgendwann rauskommt. Ja. Wo sehr technoid geworden ist. Wirklich? Ja. Oh. Und ist eigentlich auch nicht beabsichtigt gewesen. Ist einfach passiert. Ja. Also, aber eben, wie gesagt, dort schränke ich mich auch nicht ein. Dort schaue ich das, also dort lasse ich mich treiben, dort an, was passiert. Ja. Was hingegen recht oldschool ist, finde ich, ist, dass du effektiv eben ein ganzes Album machst, wo du wirklich sagst, hey, wir haben so und so viele Tracks und das ist dann auch eine ganze Platte. Also in dem Fall ist es jetzt ein Tape. Hast aber auch schon Platte gemacht und nicht das, was jetzt auch sehr trendy geworden ist, man release alle Monate Single. Oder aber das habe ich ja schon, also nehmen wir durch, es ist wahrscheinlich so ein Twitter-Weg. Ich habe ja schon seit eigentlich, ich habe letztes Jahr The Run rausgebracht, The Infinito, und dann vorne einen auf einem Sampler vom Boyum-Kollektiv, wo nicht drauf ist. Und das Jahr habe ich eigentlich ab April alle drei Wochen einen Track released. Ja. Yeah. Das ist ja dann schon sehr... Aber es ist am Schluss trotzdem ein Album. Also ich meine, der Unterschied ist, ganz früher hast du irgendwie ein Album gemacht und dann hast du eben irgendwie eine Vorab-Single gemacht und dann hast du noch zum Album starten eine zweite Single und dann hast du noch irgendwie nachgeschoben. So, plus minus. Und danach hat es auf einmal gekommen, Tabu hat das ja zum Beispiel gemacht, all drei Monate eine EP mit drei Tracks, wo am Schluss ein Album gibt. Dort ist immer noch, das Ziel ist immer noch das Album. Und jetzt gibt es aber mittlerweile gibt's wirklich so die, fuck, wir müssen schnell etwas nachschieben. Wir haben jetzt irgendwie gerade zwei Tracks, die halbwegs gut laufen. Jetzt wird einfach nur einer nachgeschoben. Aber wir haben eigentlich nichts mehr. Und dann irgendjemand anderes macht dann mal so eine EP und dann nochmal eine EP und nochmal eine EP, aber es wird nie ein Album. Und also, mir gefällt bei Alben gefällt mir immer noch, dass ein Stück wie der Konzept nicht mehr rum ist, oder? Und ja, ich glaube, das wird dann verloren in dem Ganzen. Also für mich ist dann schon irgendwie gewesen, ich habe gewusst, ich habe zu viele Tracks, um irgendwie nur ein EP, nein, also nicht negativ, aber ich habe die Tracks, die Hampfle, also es sind jetzt schlussendlich 17, die haben mir alle gefallen. Ich habe gefunden, es gibt wie ein stimmiges Bild, um ein Album daraus zu machen. Und irgendwie, ja, ich finde den Gedanken Album finde ich schon schön, wenn ich weiss, jemand kann eine Stunde ansitzen und meinen Sound hören. Ja, yeah. Vor allem bei einem Tape. Bleibt da nicht wahnsinnig viel übrig. Kannst du nicht mehr skippen. Nein, das finde ich ja wirklich das Krasseste. Also es gibt ja kein Medium, wo du weniger kannst skippen. Aber was ich immer schon an Musiker beneden habe, ist das Albumcover. Ich, wenn ich ein Comedy-Programm mache... ist immer deine Fresse drauf. Immer. Und weißt du, beim ersten, zum Beispiel, ich weiß nicht, beim ersten ist sie gar nicht groß gesehen, da habe ich den ganzen Körper drauf und so. Mhm. Und dann merkst du, es hat ja trotzdem einen extremen Promo-Gedanken. Das heisst, das Gesicht muss grösser sein. Mhm. Weil 50 Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich kenne dein Gesicht nicht wirklich, ich weiß gar nicht, dass du das bist und la la. So, und der Name ist, dann habe ich so ein dummes Logo gehabt, wo irgendwie Joel mega gross ist, aber der Nachname nicht. Und Joel weiß mir auch nicht, welcher das jetzt ist. Und so. Schölle. und das hätte irgendwann ist so wie klar gewesen, ein Comedy-Plakat hat plus minus gewisse Richtlinien, die man muss folgen. Genau. Und dann schaue ich zum Teil Albumcover an und denke so, fuck, ist das geil. Oh, weißt du, wie geil irgendwie der Künstler gefällt mir? Weißt du, wie geil war es jetzt mit dem irgendwie von dem Haus, wo wir jetzt den Podcast drin machen, von dem irgendeine geile Zeichnung zu lassen. Und das war dann das Cover für den Podcast. Oder weißt du, irgendwie, keine Ahnung was. Für das müsstest du dann vielleicht ein Buch machen oder so. Ja, aber dort ist doch dann, beim Buch muss ich dann irgendwie so leicht verschmitzt in die Kamera schauen. Stimmt, aber du kannst immer noch... Es war nicht alles gut, aber immer lustig. Oder weißt du, irgendwie so. Genau, aber dann kannst du vielleicht noch so ein Papier umbinden, nochmal ein Cover über dem Cover haben, wo dann du findest, das ist das schöne Cover, aber für kommerzielle Verkauf hast du... Ja, genau. Ich bin der Schölle. Aber das bin ich die wahnsinnig. Weil zum Beispiel, ich weiß noch, wo du mir erzählt hast, für das erste Album, die Auto, wo du hast, das hast du dann eben zeichnen lassen. Und nein, also es ist fotografiert. Also es ist fotografiert und dann, geschnitten und dann... So ist es. Und irgendwie geile Hintergrund. Such das mal schnell, Christoph. Johnny Holiday, Coconut Dandy.
Hast du völlig in Trance gesehen. Jetzt hat er wieder etwas zu tun. Achtung. Yes, Achtung. Andy, ja. Wo bist jetzt du rein? Coco. Kannst du auf googlen? Ich bin über Spotify. Ach so. Ah, das sollte es eigentlich auch drin sein. Aber man sollte es kaufen, wenn möglich. Unbedingt. Gell? Man kann auch Tapes auf Bandcamp. Ich habe jetzt den Link drin. Da. Das ist gut. Ja, mach mal Bilder. Da ah, hier sieht man es schon mal ein bisschen. Ja. Yes. So, also ich finde die Farbe finde ich sensationell. Und effektiv, der März ist fotografiert. Und dann hat er da reingeknallt. Und dann hat er zum Beispiel noch die Logo. Ich meine, das hat ja irgendwann mal jemand designt. Genau, der Karte. Das hast du sogar als Tattoo. Genau. Hast du jetzt mal mehr? Nein, habe immer noch das. Aber okay. Ich bin vor zwei Wochen in Berlin gesehen und habe die KD getroffen und wir haben gefunden, wir müssten vielleicht mal ein Visual Update machen, weil es ist eines seiner ersten Logos, die er je gemacht hat. Yeah. Und das will er jetzt einmal führen. Ja, ich glaube, nein, wir schauen es mal noch an. Yeah. Wir schauen mal, was man da vielleicht noch rausholen kann. Und dann tust du das nochmal tätowieren? Vielleicht. Vielleicht kann man einfach ein Update dazu tätowieren. Das war ja das Geilste. Am Schluss hast du einfach deinen Namen, hast du einfach so 17 Mal auf dir genommen. Nein, ich habe jetzt eher überlegt, weißt du, dass es dann da vielleicht auf dem Bestehenden oder zu. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich 17 Mal meinen Namen muss. Nein, logisch. Ich weiß schon, die Leute haben schon das Gefühl, ich bin selbst so selbstverliebt, dass ich mir meinen Namen tätowiere. Aber Johnny Holiday ist ja ein bisschen alter Ego. Genau. So. Also bist ja nicht du. Also, die Künstler. Oh, ich bin schon du. Es bin schon ich. Also die Künstler, es ist die Künstler. Es ist mein Künstler-Ego. Aber yeah. Es gibt sehr viele Leute, die mir Johnny sagen. Das, also das klar, vor allem aus der Musik. Yeah. Aus dem Musikumfeld bin ich auf der Johnny. Ja. Yeah. Absolut Fan. Ja, ja, da bin ich manchmal kurz verwirrt, wenn mir jemand sagt, hey, gestern habe ich gerade den Johnny gesehen. Ah, okay. Ah, da, Johnny. Was wollen? So, und was hast du bei dem Cover jetzt gemacht? Das finde ich. Es ist sehr retro, ha? Huh? Ja, mega. Ich habe es wieder mit Luca von Rio Basel gemacht, wie schon das erste Cover, das wir vorher gesehen haben. Das ist eigentlich, das Cover hat seinen Ursprung genommen, während Corona haben wir einen Videocall gemacht und dann hat das Illustrator oder Photoshop aufgehört und wir haben dann angefangen rumzubasteln. Ah, ist das wirklich so eine Zoom-Session gesehen? Genau, eine Zoom-Session. Und das da ist eigentlich, also es hat angefangen mal mit dem Mercedes noch drauf, den haben wir dann rausgenommen. Yeah. Und das hier ist eigentlich Maserung vom Holz von einem Mercedes, weil ich habe in meinem Mercedes, also das könnte die Maserung sein vom Eine Holzmaserung ist das. Yeah. So sieht es ein bisschen aus wie Zebrastreifen. Ja, yeah, ja, yeah. Aber nicht wirklich. Nein, es ist aber, gleich aber es nicht sind wie aufblosene Maserierung vom Holz, weil yeah. wir irgendwie am Schwätzen gesehen sind und gefunden, du hast doch eine Holzverkleidung im Auto drin, random, und dann hat er irgendwie so eine Maserierung gesucht und dann haben wir das alles wirklich sehr reduziert, schwarz-weiß-rot gemacht. Und wie bist du auf Loafer Fire Gang gekommen? Das ist so. Das ist auch wieder random. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Nein, es ist alles mega durchdacht. Das Label hat vor 7 Jahren schon geplant. Er hat mir gesagt, Loafer Fire Gang ist dann das Ziel. Nein, bin mir mit einem Kollegen gesehen wandern. Er hat irgendwie so von seinen Eltern ein Häuschen in den Bergen. Und dann sind wir wandern und dann oben nach der Wanderung, wieder im Garten von dem Häuschen, hat er Loafers angehabt. Wir haben grosses Feuer gemacht und dann ein, zwei Bier und blöd rumschnurren und dann ist plötzlich irgendwie die Loafer Fire Gang. Wieso auch immer. Und dann stelle ich mir damals wieder die Frage, wieso habe ich jetzt das Album so getauft? Aber was war denn der Coconut Dandy gesehen? Ah, das ist auch irgendwie so. Mit einem Kollegen ein bisschen diskutiert und ich habe gesagt, hey, mega Mühe zum Namen für Musik. Yeah. Weil ich mache meistens, wenn ich ein Beat produziere, ist es entweder an irgendetwas, wo ich gerade denke, ist dann der Arbeitstitel oder der Tag oder die Uhrzeit oder
whatever. Ja. Yeah. Oder vielleicht der Name vom Sample oder ein Teil, aber es macht wie keinen Sinn. Gewisse Leute finden, Alter, mach doch das, das ist sicher mega, das ist doch cool. Und ich so, ich finde es schwierig so mit Arbeitstitel und so. Und dort auch habe ich irgendwie einem anderen Kollegen Sound gezeigt und dann hat er ein paar grossartige Namen gegeben. Und der eine war Coconut Dandy und gefunden. Und das andere war The Marimba Chronicles, weil ich sehr gerne Marimba. Vielleicht kommt noch einmal... Gibt es mal eine EP mit dem Namen The Marimba Chronicles? Finde ich aber großartig. Ja, genau. Aber das ist ja ein bisschen, was du vorher gesagt hast, von dem einen, was hast du gesehen, Blogger, Journey, Reviewer. Ein Name macht dann aber schon noch sehr viel aus. Ja, eben, und darum kann ich nicht mit. Du baust ja gleich nochmal ein Bild auf. Mhm. Das finde ich extrem krass, weil auch dort beneide ich Musiker, dass sie im Albumtitel, wo sie ein Cover haben, wo nicht muss ein Gesicht drauf sein, was weiß ich. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie Freude Grafiker oder so haben, um ein Vinyl oder ein Cover, ein whatever zu kreieren. Ja, vor allem wenn du eine freie Hand hast. Wenn du freie Hand bist, das ist die Erfüllung. Genau, das ist das, was man für sich macht, oder? Mhm. Also, ja, ich habe dich unterbrochen, da kann man ja. Nicht nur am Album einen Titel geben, sondern auch noch den Liedern. Auch noch die einzelnen Tracks, ja. Weil ich gebe meinen einzelnen Bits natürlich schon eine Art Titel, aber der ist meistens auch sehr stringent. Weil ich beschreibend. Weil ich muss ja auch noch checken, über was ich als nächstes rede, oder? Und darum kann ich dann nicht... Kannst nicht Marimba Chronicles. Marimba Chronicles. Aber ich glaube... Aber es war geil, ich mache mal eine Setliste mit oft alles so ultimative Song. Titel. Und dann schaue ich, was passiert, ob ich das kann ersetzen. Aber ich glaube, du hast mir jetzt gerade wieder Lust gemacht, mit dem Namen, wo mir jetzt wieder in den Sinn gekommen ist, mal wirklich ein paar Tracks zusammenzustellen, wo ich sehr viel Marimba drin habe. Geil! Marimba Chronicles. Finde ich gut. Machen wir. Weil du hast mir eine Zeit lang mir auch recht viel Songs gezeigt, wo so Marimba-Elemente drin hatten, aber dann mega, mega basslastig gesehen sind. Mhm. Das ist schon noch geil. Marimba ist gross. Ja. Finde ich gross. Also allgemein, auch so Xylophon finde ich sehr geil. Ich weiss, es ist so ein Schulinstrument, man hat es gehasst, aber es ist schön. Nein, für mich ist es ein bisschen Beverly Hills Cop. Okay. Aber eben so ein schönes Glockenspiel, das ist einfach schon ein Traum. Habe ich Freude. Ja, wer hat gedacht, dass mal ein harter Hip-Hop sei, so ein schönes Glockenspiel? Also, hart, ja. Ja, aber so vor ja. Am Anfang bist du der harte, krasse Street-Dude. Das weiß ich noch, das hast du mir erzählt. Am Anfang, ich meine, bis der riesige Hit gekommen ist, sozusagen, haben wir ja so 20, 30 Leute an der Show gehabt. Und das sind so die Hardcore-Brandhard-Fans gesehen. Und das sind dann so ja, oder du bist einfach von Jam zu Jam gefahren und hast irgendwie... als Act 50 vor dem Publikum einen Auftritt gehabt, ja. Und dann, was abgegangen ist, sind natürlich die 30 sind ein bisschen wie beleidigt gesehen. Also. Ja, aber es sind eigentlich viele mitgekommen. Ja. Also auch wenn wir haben jetzt zwar auch schon eine Weile keine Show mehr gespielt, es hat immer wieder Leute, die dann irgendwie vor allem dann nach dem Konzert sagen, hey, ich bin vor 15 Jahren schon mal an einem Konzert gesehen von euch. Ich bin jetzt extra von dort und dort angereist. Das ist schon crazy. Also, mir ist das amüs gar nicht so bewusst. Yeah. Wir haben irgendwo in der Schweiz gespielt, mal bevor die Pandemie kam. Und dann hat es dort mega viele Leute gehabt, die irgendwie von einem Konzert vor 15 Jahren erzählt haben. Und die sind, glaube ich, unabhängig voneinander gekommen. Yeah. Und du merkst, was das für ein einschneidendes Erlebnis war, anscheinend für diese Leute. Yeah. Also, was mega schön ist, dass sie dann nachher nochmal ein Konzert kommen, wo wir mit der Liveband unterwegs waren, Jahre später. Yeah. Das war mir lange nicht bewusst, was wir dort für, wie viele Leute wir irgendwie berührt haben mit dem Sound. Ja, ich glaube, weil der Sound ja auch so schnell, so weit kann reisen, in dem Moment noch über klassisches Fernsehen und Radio, aber du kriegst ja nur, was in deinem Umfeld passiert, mit. Mhm. So, und dann gehst du auf einmal irgendwie, keine Ahnung, gehst du irgendwie in die Ostschweiz oder eben in die Innerschweiz oder wo auch immer an und dort merkst du, hat es auch einen Impact. Ich mein, ja, die Leute haben dich gelost. Ich meine, du kennst ja auch einen, ich kenne einen aus Zürich, wird im nächsten Podcast Gast sein, der ist Zürcher und kann Nachbrand Wort für Wort auswendig. Mit baseldeutschem Akzent. Ja. Grosses Kino, ja.
So weit ist es gekommen. Und das haben wir geschafft. Und du hast mir einmal von einer Show erzählt, die auch recht weit gereist sind. Und danach hat es in der ersten Reihe ein paar gehabt, wo irgendwie, ich glaube, jedes Lied auswendig haben können. Und dann das erstaunt mich immer wieder, wie viele Leute unseren Sound auswendig können. Und nicht nur die alten Sachen, sondern auch neues Zeugs, wo du dann denkst, oh, okay. Crazy. Ja. Also weißt du, einfach so wie, was du anscheinend für eine Rolle spielst, rein mit der Musik, die du mal produziert hast oder produzierst, in ihrem Leben, was du dort für einen Einfluss hast. Ja. Yeah. Das ist schon noch, das ist ein schönes Gefühl. Wenn man gerade bei viel gut sind. Gerade wollte ich sagen, apropos schönes Gefühl, was machst du, um dich gut zu fühlen? Wir haben schon ein bisschen über das geschwätzt, aber jetzt effektiv, ich weiss, du fährst viel Velo. Machst du das immer noch? Also so richtig lange? Ich komme weniger dazu, aber ja, ich gebe mir Mühe. Wir haben noch eine Wette offen. Ja, ich weiss, ich muss es nochmal fahren. Aber du musst dann auch dort oben sein, wenn ich dort ankomme. Richtig, ja. Wir haben mal gewettet. Ich trinke das Pint nicht alleine. Mhm. Wir haben gewettet, wenn ich am Edinburgh Fringe Festival auftritt, bis... Ja, ich habe dir etwa 10, 15 Jahre Zeit gegeben. Einfach, damit ich auch gezwungen werde, im schlimmsten Fall das müssen zu machen. Ich glaube bis 40, oder? Ich habe noch ein paar Jahre. Nein, ich weiss bis wirklich, 40, weiss es nicht. Nein, ich weiss wirklich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Jahre, habe ich noch, gut. Das weiss ich. Dann musst du von London bis auf Edinburgh mit dem Velo fahren. Was ich schon gemacht habe. Was du schon gemacht hast, aber ich bin nicht da gewesen. Ja. Yeah. Und dann musst du halt nochmal machen. Und der einzige Unterschied ist, warte jetzt, wenn ich es mache, genau so ist es gesehen. Wenn ich auftritt, dann musst du auf den Dane fahren. Irgendwie so. Und wenn ich es nicht mache, dann fahrst du trotzdem den Dane und ich lade dich dann irgendwie ein, zum paar Shows zu schauen. Genau. Und zwei Wochenende über Nacht irgendwie so. Yeah. Also ich freue mich drauf. Eben, das heisst, so werden wir wieder mal in Edinburgh sein. Na, was mache ich? Also, hey, Musik, Sport, irgendwie, also so körperliche Erschöpfung finde ich schon recht gut. Aber jetzt fährst du nicht mehr so weit, so viel Velo. Hey, ich komme wie oft zeitlich gar nicht dazu. Ich habe jetzt in der Pandemie angefangen zu joggen, weil ich nicht boxen konnte. Und habe gemerkt, das gibt auch eine schöne... Also das habe ich sonst immer gehasst. Ja. Aber es hast gute Schuhe, wegen der Gelenk, musst du aufpassen. Ja, ich habe extra gute Schuhe. Okay, Ja. Und einfach so ein Erschöpfungsgefühl habe ich schon recht gern körperlich. Und Boxen tust du jetzt wieder? Ja, also wir boxen eigentlich schon lange wieder, aber immer so halt der Regel entsprechend. Ja. Wir sind, eine Zeit lang haben wir nur draußen und Kraft. Mit Abstand Körperschläge. Nein, das hast du ja mit Abstand in die Luft. Nein, am Anfang ist es ja dann eigentlich nur fitnessmäßig gegangen. Ja. Yeah. Was eigentlich für mich das Schlimmste am Boxtraining ist. Es ist schon recht, ja. Aber jetzt, seit ein paar Wochen oder seit einem Monat, zwei, ich weiß gar nicht, wann, darf man wieder auf. Also, es war eine Erlösung, wieder mal an den Sack arbeiten. Ja. Yeah. Und dann ein paar Wochen später wieder mal Partnerübungen machen. Mhm. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl, als immer müssen mit der Luft. Ja. Yeah. Und dem Körper, dem eigenen Körpergewicht, irgendwelche Übungen machen. So. Und auch ab und zu mal können so ein bisschen Box-Basketball spielen, was wir machen. Also es ist ja so eine Mischung aus Rugby und Basketball. Mhm. Das ist schon, ja. Nein, das mache ich immer noch. Ja. Das machst du, ja, und Musik. So, Würst habe ich angefangen zu machen. Stimmt, das macht auch mega Freude. Das habe ich gar noch nicht geschwätzt. Letztes Mal haben wir den Pascal Schmutz gehabt, ein grossartiger Koch. Du machst extrem viel Food-Zeugs. Mal eine Zeit lang hast du Granola gemacht. Genau. Sauerteigbrot mache ich immer noch. Sauerteigbrot. Einfach nicht mehr so extrem, aber... Geile Zopf machst. Auch mit Sauerteig, ja. Boah. Wow, also eben viel backen. Dann hast du auch von Gingerbier machen. Mhm. Normales Bier hast du selber nie gemacht, das sind Kollegen einfach gesehen, gell? Ja, also ich habe einmal glaub, mit dem Vater oder so, aber ich habe eben Cider habe ich gemacht. Ah, Cider, weißt du? Cider habe ich gemacht. Und jetzt seit Anfang des Jahres habe ich angefangen, Würst zu machen. Ja. Kalbsbrotwürst, also so ein bisschen Schwein drin, für dass es nicht furztrocken ist. Und ja, jetzt machen wir das zweite unter dem Namen Tito-Würst oder Craft-Kollektiv machen wir. Haben Sie schon eine Webseite? Wir haben einen Webshop, ja. Craft.ch. C-R-F-T.ch. Und dort kann man auch den Wein kaufen, wo man
wo wir in die Rotweinwurst reinmachen. Das ist wie vom Till, vom Kollegen. Ja. Wir haben auch schon eine Grappa-Wurst gemacht mit seinem Grappa, Tresterbrand offiziell, weil wir dürfen ja nicht Grappa nennen. Ah, logisch. Ja, 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 ja. Und jetzt machen wir eben so, machen wir drei, vier verschiedene... Sag nochmal Craft, C-R-A-F-T. Nein, C-R-F-T.ch, ohne Zahn. Das A ist schon besetzt gewesen. Das A ist schon verkauft gewesen. Genau, Kft.ch. Da ist er ja. Genau, schau, da siehst du unsere Wurst. Und dann haben wir hier so verschiedene Würste. Wir haben jetzt das letzte Mal haben wir so mit getrockneten Tomaten, Limetten. So geil, ey. Und das ist der Wein. Ich habe noch keine gegessen, aber kommt noch. Es kommt, es kommt. Am 27.08. Gibt es eine Tape-Taufe, wo ich einerseits hinter dem Grill stand. Nein, wenn? 27.08. Stand ich hinter dem Grill und... zwei Firmen-Gigs, aber ich komme danach. Okay. Stand ich hinter dem Grill und mache ein Live-Set. Hinter dem Grill, wo der noch... Ja, nein, das tun wir dann wahrscheinlich schon... Das tun wir dann örtlich schon trennen, dass ich noch meine Knöpfe drücken und ein bisschen auflegen und... Dann wird es Würst geben. Das heisst, es gibt etwas auf den Teller und auf den Plattenteller. Ja? Nennst du Plattenteller-Taufi? Nein. Das war richtig gut gewesen. Gell? Hey, ich habe gefunden, am Schluss muss ich schon noch ein paar raushauen. Ein Brüller, dich, aber ein Brüller, ja. Ich weiss, ob den hast du so freut. Ah, absolut, das ist ein Traum. Flachwitz. Sehr schön. Und so Sachen, das gibt ein gutes Gefühl, etwas von Hand können machen wieder. Absolut. Wie auch zum Beispiel ein Tape, wer auch immer noch Kassettenspieler hat. Ich habe momentan keinen, aber ich kenne Leute, die haben. Das ist gut, das ist gut. Der Crime hat ja auch ein Tape rausgebracht. Also Tapes sind langsam aber... Sie kommen und gehen, sie haben so einen... sie sind nicht ganz verschwunden, sie haben so einen Nischenstatus. Genau. Und das ist ja eigentlich gut, das haben ja Vinyl haben das ja auch mega lang gehabt, bis dann Plattenfirmen gefunden haben, jetzt knallen wir wieder. Jetzt hauen wir wieder, wieder richtig raus, ja. Lo-Fi Gang, eben den Link habe ich immer drin. Mhm. Du hast den Titelsong, also du hast nicht für den Podcast gemacht, sondern ich durfte einen aussuchen. Aber... Ja, ich habe viel Verschiedenes zur Auswahl gegeben. Richtig. Mit dem Wissen, dass der wahrscheinlich am besten passt. Ohne Scheiß, hast du das schon gewusst gehabt? Also das ist so... Als ich es zusammengestellt habe, das, was ich dir alles geschickt habe, habe ich gewusst, ja, das ist ihn wahrscheinlich. Ja, jetzt hat der, wie heißt der? Der, wo du auch als Vorab-Single quasi rausgebracht hast. Infinito. Ja, der hat natürlich auch so einen Moment, wo du musst zwei, fast drei Minuten warten, bis der Exploit kommt. Und der Exploit dort ist auch... Ja. Ist hoch im Kurs gesehen und dann ist, glaube ich, wirklich von der Reifelcast das letzte gesehen, was ich gehört habe. Der effektive Title Track. Und dort beim Infinito gibt es ja ein Video, wo man mir auch noch sieht, Velofahren, grossartig. Ja. Gianni Halliday! Aha. Gianni Vacanza, oder? Vielen Dank. Merci vielmals. Viel Erfolg. Danke. Alles Liebe. Wir sehen uns. Wurst-Platte-Taufi. Wurst-Tape-Taufi. Okay, du kannst sie auch noch. Kann ich auch noch. Das war's gesehen. Nächste Folge, Dienstag und dann am Freitag wieder mit Gast. Bis dann. Peace.